Wir müssen etwas unternehmen. Das ist unmöglich. Ich habe Barbara mein Wort gegeben. Kannst du mir mal erklären, was das hier soll? Das ist der neueste Trend aus New York oder London. Sushi and Fashion. Das könnte auch bei uns der Hit werden. Schaffst du alleine hoch? Oder soll ich dir helfen? Halt bloß die Klappe. Hey, ruhig! Kathi! Sag doch was. Ja? Hey, bist du in Ordnung? Aua, mein Kopf tut so weh. Alles klar? Was war denn mit dem los? Keine Ahnung. Sag mal, kannst du aufstehen? Ja, es geht schon. Na, guck mal. Au! Ich fahr dich sofort zum Arzt, ja? Ach Quatsch, das ist halb so wild. Aber von Sterneck. Sind Sie verletzt? Nein, danke, mir geht's gut. Nur Shadow ist heute ein bisschen komisch drauf. Er hat sie doch nicht abgeworfen. Er hat, nur fragen Sie nicht wie. Ja, oder warum? So was kann schon mal passieren. Aua. Würden Sie bitte im Schloss anrufen? Christiane soll schon mal einen Verband zurechtlegen und auch eine Kopfschmerztablette. Ja, sofort. Danke. Ah, Rudi? Ja? Das bleibt aber unter uns, ja? Muss ja nicht jeder wissen, wie ungeschickt ich mich angestellt habe. In Ordnung. Du und ungeschickt, was Pferde angeht? Jetzt mach dir mal keinen Kopf. Jeder hat mal einen schlechten Tag. Schönen guten Tag, wir haben heute Sushi im Angebot. Wir haben japanische Woche. Linie Karis finden Sie hier. Unser Angebot heute, 2 Sushi zum Preis von einem. Ja, ich wollte sowieso was essen. Bitte sehr. Oh, Steffi. Klamotten, die nach Fisch stinken, will irgendwie niemand haben. Du schadest dir doch nur selbst. Kein Mensch kauft hier mehr was zum Anziehen. Diese Stoffhetzen haben mich nie wirklich interessiert. Meine Berufung ist Fisch. Du willst dich doch nur rächen. Weil du einen Vertrag mit Clarissa abgeschlossen hast? Einen Deal, dem ich niemals zugestimmt hätte? Und du das ganz genau wusstest? Nein. Du ziehst dein Ding durch und ich meins. Das ist alles. Bei dem Geruch läuft einem das Wasser immer zusammen. Du bist übrigens herzlich eingeladen. Danke. Ich hol mir lieber einen Döner. Moment. Wenn du schon gehst, kannst du ein paar von den Dingern verteilen? Caroline von Anstetten. Ich kann immer noch nicht glauben, dass ich jetzt bald so heißen werde. Und ich kann nicht glauben, dass du wirklich Ja gesagt hast. Du hast doch Ja gesagt, oder? Ja. Nochmal bitte. Ja, ja, ja. Ich kann es kaum erwarten. Mir geht es ebenso. Dann hättest du also nichts dagegen, wenn ich, sagen wir mal, für nächste Woche alles arrangiere. Nächste Woche schon? Heißt das Ja? Ja. Ich liebe dieses Maus. Oh, mich sollst du lieben. Oh, ich wusste doch, da war noch was. Hm? Wenn mir vor ein paar Tagen jemand gesagt hätte, dass alles so kommt, ich hätte ihn ausgelacht. Isabel wäre ohne dich vielleicht gar nicht mehr im Leben. Und ohne Isabel wärst du wahrscheinlich gar nicht hier. Sie wäre eine gute Trauzeugin. Du die schönste Braut, die ich jemals gesehen habe. Du musst schon stillhalten. Es blendet aber so. Ja, das haben Taschenlampen so an sich. Und? Tolle Augen. Aber sonst? Dann ist es auch keine Gehirnerschütterung. Bio-Leistungskurs, was? Nee.
Den Trick hat Gero mir mal gezeigt. Ja? Ja? Oh je, sie Ärmste. Soll ich nicht doch lieber einen Arzt rufen? Danke, ist nicht nötig. Ich mach das schon. Tja, unseren ersten Austritt vergessen wir wohl nicht so schnell. Ja, ich würde gerne mal wissen, warum Shadow gestiegen ist. Ach, das kann tausend Gründe haben. Oder einen auf zwei Beinen. Clarissa war nicht mal in der Nähe. Leute wie sie lassen Drecksarbeit von anderen erledigen. Clarissa wollte mit ihren Drohungen nur ein bisschen Angst verbreiten. Sie hätte es nicht riskiert, dass mir wirklich was passiert. Bei deiner Mutter, da ist sie auch ziemlich weit gegangen. Und fast selber mit in die Luft geflogen. Inzwischen kennt sie ihre Grenzen. Wenn du meinst. Ich stehe mit meiner Meinung auch nicht alleine da. Die Polizei wird sich was dabei gedacht haben, wenn sie den Personenschutz wieder abzieht. Ja, ja, wollen und denken. Das sind doch keine Verkehrspolizisten. Das sind Profis. Erwartest du Frost? Nein, aber es muss ja nicht gleich jeder sehen, dass ich vom Pferd gefallen bin. Wenn du schon denkst, dass Clarissa dahinter steckt, dann denkt Mama das allemal. Und den Stress möchte ich ihr einfach ersparen, okay? Sushi. Und ich dachte immer, Uli hat ein Herz für Fische. Burger waren ihm wohl zu stillos. Und was willst du jetzt machen? Warten, bis er merkt, wie sehr er sich mit seiner Sushi-Bar schadet. Und wenn er unerwartet Erfolg hat? Was weiß ich, dann rufe ich den Tierschutzverein an oder die japanische Botschaft. Ja, hoffentlich sieht Clarissa es genauso locker. Clarissa wird davon nichts mitkriegen. So schnell der Spuk gekommen ist, so schnell vergeht er auch wieder. Vorausgesetzt, Uli macht mit dem Sushi Verlust. Selbst wenn er was verdient. Der Gestank geht ihm nach einer Woche so auf den Geist, dass er es vorziehen wird, auf seine kindische Rache zu verzichten. Ah, das ist ja prima. Wir haben euch, ich meine euch allen, etwas mitzuteilen. Ach. Die heiraten, wetten? Wette gewonnen. Echt? Herzlichen Glückwunsch. Ich wusste ja, dass ihr das mal hinkriegen. Danke. Ihr seid die Ersten, die wir offiziell einladen. Haben wir etwas verpasst? Stellt euch vor. Kathi. Okay, stellt euch nichts vor, hört einfach nur zu. Wir haben es endlich geschafft. Wir heiraten. Glückwunsch! Alles gut. Sollen wir auf dieses freudige Ereignis anstoßen? Ich dachte schon, du fragst nie. Ja, doch, geht schon mal vor. Christiane, bringen Sie uns bitte Champagner. Und nehmen Sie sich auch ein Glas. Mein Sohn heiratet schließlich nur einmal. Gern, danke schön. Wann ist es denn soweit? Wir dachten nächste Woche. Oh, ihr habt's aber eilig. Na, eigentlich wären wir ja schon längst verheiratet. Stimmt, nach 3 Anträgen. Eine Party. Wie nett. Was feiert ihr denn Schönes? Vielleicht, dass ich euch nicht verklage, obwohl ich verdächtigt werde, Kathi zu erpressen? Oder ist Frau Odenthal, pardon moi, in dem magischen Bilderfälscherzirkel aufgenommen worden? Aufgenommen wurde sie. In den Kreis der Familie. Darf ich dir vorstellen, Clarissa? Meine zukünftige Frau, Caroline von Anstetten. Ich hoffe nicht, dass die anderen Flyer im Mülleimer gelandet sind. Hey, wenn wir dich linken wollen, stellen wir uns cleverer an. Okay, wenn dir das anliegt, melden wir uns, okay? Geht klar. Tschüss. Ciao. Tschüss. Noch mehr Werbung? Klar, warum nicht? Läuft doch gut. Ja, schon. Aber? Steffi. Hast du ihr Gesicht gesehen? Die macht so schnell nichts mehr, ohne mich vorher zu fragen. Inzwischen solltest du sie aber wirklich besser kennen. Entweder sie kapiert endlich, dass wir Partner sind, oder sie muss sich einfach damit abfinden, dass ich sie auch vor vollendete Tatsachen stelle. So einfach ist das. Und wenn sie sich gerade was Neues ausdenkt, was machst du dann? Eine Nachtbar aufziehen? Soll ich vielleicht Ja und Amen dazu sagen, dass sie Clarissas Mode hier ins Kontor geholt hat? Exklusiv? Das hat sie nur gemacht, um mich loszuwerden. Ja, natürlich kannst du ihr die Grenzen zeigen. Aber es bringt doch nichts, wenn du dir dabei selbst schadest. Gerade jetzt, wo du die Schule geschmissen hast. Keine Sorge. Sushi läuft zurzeit besser als Kimonos à la Linie Clarisse. Ein Grund mehr, dass Clarissa tobt. Die kann uns gar nichts. Und der Vertrag, den sie mit Steffi geschlossen hat? Wenn die Konventionalstrafe fällig wird, hängst du mit drin. Ja, die wird aber nur fällig, wenn wir Klamotten anderer Hersteller verkaufen. Oder ihre rausschmeißen. Dass wir nebenher Sushi verkaufen, das hat sie uns nicht untersagt. Und sie hat uns auch nicht vorgeschrieben, wie viel Platz ihre Kollektion einnehmen muss. Du spekulierst also darauf, dass sie ihre Sachen von sich aus dem Laden nimmt. Und wenn nicht? Dann verkaufen wir weiter Sushi. Oder ich mache ein Steakhouse auf. Oder ich verkaufe was echt Rheinländisches. Jedenfalls ist das hier meine Zukunft.
und aus der hat Clarissa sich rauszuhalten. Zu schade, dass ich kein Fotoapparat dabei hatte. Clarissa ist der Unterkiefer runtergeklappt, als du ihr gesagt hast, dass ihr heiraten werdet. Die und sprachlos. Ich dachte, das sind zwei Dinge, die sich ausschließen. Trotzdem, ich finde Clarissas Verhalten unverschämt. Vor allem Barbara gegenüber. Es geht schon wieder. Oh, ich hätte sie am liebsten. Das möchte sie genau. Uns provozieren. Sie will, dass wir uns ihre Mittel bedienen. Also ich bin von Clarissa bedient genug. Kathi, versteh... Au. Was ist denn? Nichts. Ich habe mich vorhin nur an der Tür gestoßen. Musst du nicht noch Flugtheorie lernen? Ach so, gut, dass du mich dran erinnerst. Wir gehen nach oben. Bis dann. Tschüss. Tschüss. Jetzt zerbrich dir mal nicht den Kopf. Ich werde dafür sorgen, dass Clarissa dich in Ruhe lässt. Entschuldigt. Clarissa nutzt wirklich jede Gelegenheit, um Barbara vorzuführen. Es wird höchste Zeit, dass ich das beende. Wir. Egal, was passiert. Wir sind auf ihrer Seite. Wie oft soll ich es denn noch sagen? Ich habe mich gestoßen. Du musst denn mit voller Wucht vor die Tür gelaufen sein. Na, sowas kommt vor. Und was ist wirklich passiert? Es ist nichts Ernstes, nur eine Schürfwunde. Und warum versteckst du denn den Arm so auffällig, unauffällig? Damit du dir keine Sorgen machst, unnötig. Muss ich mir Sorgen machen? Also das ist nicht fair, du drehst mir jedes Wort im Mund herum. Ich sag jetzt gar nichts mehr. Dann frage ich Heino. Kathi ist vom Pferd gefallen. Vom Pferd? Du? Shadow ist gestiegen, da konnte ich mich einfach nicht mehr halten. Hat ihn jemand erschreckt? Also kein Pferd scheut ohne Grund. Er hatte ja auch einen, nur hat Shadow ihn mir nicht verraten. Schade, dass er nicht sprechen kann. Naja, ich kann mir sowieso denken, wer dahinter steckt. Also Clarissa hat zwar eine Menge fauler Tricks auf Lager, aber sie kann noch lange nicht zaubern. Und das musste sie schon können, denn sonst hätten Heino und ich was bemerken müssen. Haben wir aber nicht. Nein, nein, wir waren allein im Stall. Außer Rudi, aber der kann Clarissa sowieso nicht leiden. Vielleicht war es wirklich ein dummer Zufall. Bestimmt sogar. Pass trotzdem auf dich auf, ja? Mach ich. Und nach der Hochzeit auf dem Standesamt dachten wir an eine kleine Feier auf Redenau. Ganz wie ihr wollt. Es ist eure Hochzeit. Sie entschuldigen mich bitte. Natürlich. Ich komme gleich nach. Ja. Clarissa hat es wieder mal geschafft. Nicht eure Hochzeit, sondern sie steht im Mittelpunkt. Egal, was sie aus dem Hut zaubert. Clarissa wird nicht verhindern, dass Caroline und ich heiraten. Die Frage ist ja nur, was kommt danach? Clarissa wird nicht tatenlos zuschauen, dass Caroline unseren Namen trägt. Und ich werde nicht zulassen, dass sich Clarissa zwischen Caroline und mich drängt. Manchmal ist Angriff die beste Verteidigung. Du hast doch irgendwas vor. Ich liebe Barbara, respektiere ihre Wünsche. Aber ihr Verhalten gegenüber Clarissa hat ja zu nichts geführt. Clarissa provoziert uns nach Lust und Laune. Wir müssen diesen Kaufmann finden. Was wissen wir bis jetzt? Peter Kaufmann hat vor 5 Jahren eine Postkarte aus Ecuador geschrieben, obwohl Clarissa behauptet, dass er schon seit 20 Jahren tot ist. Vielleicht sollte ich mal mit dem Detektiv reden. Möglicherweise fallen mir da Dinge ein, an die ich im Augenblick noch gar nicht denke. Okay. Caroline wartet. Gib mir die Nummer, ich regle das. Aber kümmere du dich um deine Braut und um deine Hochzeit. Ich kümmere mich um Clarissa. Wenn ich sie rechtzeitig überführe, kann ich Barbara vielleicht noch umstimmen. Du meinst den geplanten Umzug nach München? Unser Platz ist und bleibt hier auf Redenau. Deine Mutter hätte den Verband sowieso irgendwann gesehen. Und ich war froh, dass ich sie nicht anlügen musste. Wohin das führt, haben wir doch bei uns gesehen. Glaubst du, mir macht diese Heimlichtuerei Spaß? Du hast doch gesehen, was passiert. Kaum falle ich mal vom Pferd, glaubt meine Mutter, dass Clarissa dahinter steckt. Sie hat eben Angst um dich. Genau wie ich. Und was ist dann das Ende vom Lied? Du bist hier und ich bin alleine in München. Ich kann dich doch besuchen kommen und vielleicht komme ich irgendwann ja nach. Ein Vielleicht genügt mir aber nicht. Ja, aber hier bist du nicht sicher. Oh, fängst du schon wieder damit an? Ich will einfach nicht einsehen, dass Clarissa bestimmen kann, wann, wo und wie lange wir uns treffen. Das ist unsere Entscheidung. Da hast du eigentlich recht. Dann bleiben wir zusammen hier.
Und was ist mit deinem Versprechen? Was soll ich denn alleine ohne dich in München anfangen? Mama muss einsehen, dass das nicht geht. Hier bist du. Ich habe Karatana lang genug vernachlässigt. Mit Kathi ist alles in Ordnung, sonst würdest du dich nicht um die Geschäfte kümmern. Sie hat einen Reitanfall. Eine Schürfe unter dem Arm, nichts Schlimmes. Warum hat sie uns nichts davon erzählt? Sie dachte, dass wir uns wegen der Erpressung Sorgen machen. Besonders ich. Wenn man reitet, kann immer was passieren. Kathi ist eine sehr gute Reiterin. Du meinst, Clarissa steckt dahinter? Ich weiß nicht mehr, was ich denken soll. Wären wir doch schon in München. Vielleicht sollten wir... Oh nein. Mein Werk in Singapur. Kann ich dir irgendwie helfen? Es gibt Schwierigkeiten in der Produktion. Kein Wunder, ich habe mich lange nicht gekümmert. Na, ja, ist ja nur Gott sei Dank ausgestanden. Tja. Am meisten tun mir Henning und Caroline leid. Clarissa wird sich auf die beiden stürzen, sobald wir weg sind. Na, noch sind wir ja hier. Und du bist dir ganz sicher? Würde ich es sonst tun? Man könnte ja fast meinen, du willst mich loswerden. Im Gegenteil. Ich will nur nicht der Grund sein, warum deine Mama alleine fliegt. Meine Mama fliegt nicht alleine. Sie hat Christoph. Ja, schon, aber ich habe trotzdem ein blödes Gefühl. Ich freue mich schon, aber ach, ich weiß auch nicht. Aber ich, und jetzt komm. Na, fertig mit der Flugtheorie? Mama? Ja? Also eigentlich ist Heino gar nicht zum Lernen gekommen, weil wir was ziemlich Wichtiges zu besprechen hatten. Etwas, das dich auch betrifft. Aha. Schieß los? Nee, nicht hier. Ist es da besser? Mhm. Also, was habt ihr auf dem Herzen? Heino und ich, wir lieben uns wirklich sehr. Ja? Und da haben wir uns überlegt, wie das mit uns weitergehen soll, wenn ich nach München ziehe. Du möchtest hier bleiben. Mhm. Jawohl, kommen Sie vor. Ein Wasser und ein Wein. Es läuft spitze. Scheint, du hast eine neue Marktlücke entdeckt. Und? Habe ich dir zu viel versprochen? Hier ist es japanischer als in Japan. Du findest es wohl auch noch gut. Jedenfalls ist Ulis Dickkopf mindestens genauso groß wie deiner. Und er hat Erfolg. Fragt sich nur, wie lange. Das darf doch nicht wahr sein. Unsere Starverkäuferin gibt sich die Ehre. Und sie hat Verstärkung mitgebracht. Kann ich Ihnen behilflich sein? Ja, ich suche etwas für den Abend, aber hier findet man ja nichts. Ach, das haben wir gleich. Welche Größe? Das hier müsste passen. Ach, ich denke, eine Nummer kleiner ist besser. Sagen Sie mal, bleibt das jetzt immer so? Nein, der kleine Umbau ist nur vorübergehend. In Zukunft können Sie wieder in gewohnter Atmosphäre einkaufen. Ja, hoffentlich. Ah, ich habe da noch was, da steht Ihnen ausgezeichnet. Moment. Ach, wissen Sie was? Ich habe es mir anders überlegt. Wiedersehen. Wiedersehen. Davon sagen wir Clarisse wohl erstmal nichts. Wenn sie es mitkriegt, kann sie sich ja bei Mr. Japan-Rolle beschweren. Bedienung, wir würden gerne bestellen. Sehen Sie nicht, dass ich beschäftigt bin? Entschuldigen Sie bitte meine Kollegin, sie ist neu. Was darf ich Ihnen bringen? Was spricht denn dagegen, wenn ich hier bleibe? Clarissa, sie gibt keine Ruhe, bevor ihr Friedenau allein gehört. Die Polizei ist ja auf der Spur. Sie wird es nicht wagen, noch irgendetwas gegen mich zu unternehmen. Und dein Reitunfall? Das ist dumm gelaufen, weiter nichts. Trotzdem, ich lass dich ungern allein. Henning und Caroline sind doch auch noch da. Ja, und Heino. Der passt auf mich auf. Tag und Nacht. Also so oft es geht eben. Wenn du mit Christoph in München bist, dann hat Clarissa ihr Ziel erreicht und ich bin automatisch aus der Schusslinie. Solange du auf Friedenau bist, glaube ich... Ich könnte doch in die Stadt ziehen. Ich könnte mir da eine Wohnung nehmen. Dann hält sich Clarissa zurück. Ach, das muss ja auch nichts Besonderes sein. Ein kleines Apartment reicht vollkommen. Hauptsache, ich kann mit Heino zusammen sein. Naja, warum sollt ihr beide auch noch darunter leiden? Danke, Mama.
Bitte. Aber nur, wenn solche Zwischenfälle wie heute nicht mehr vorkommen. Also keine Anrufe, keine Drohbriefe und vor allem keine merkwürdigen Unfälle. Und wenn ja, dann sagst du mir es gleich. Aber nur, wenn du dich nicht aufregst. Beim Reiten kann immer mal was passieren. Frag Christoph. Bedienenschlauch, ganz schön. Krieg ich einen Schluck? Danke. Vielleicht kommen so mal deine Erfahrungen aus den No Limits zum Einsatz. Ist doch schon eine Ewigkeit her, dass ich da gejobbt habe. Hast du nicht auch mal im Pferdestall gearbeitet? Ja. Und das, was ich da gelernt habe, das wende ich heute bei Steffi an. Ein Pferd kannst du vielleicht überzeugen, Steffi aber nicht. Irgendwann muss ich doch auch bei ihr mal den Verstand durchsetzen, oder? In anderen Farben? Ja, natürlich. Moment. Ich hab was. Das ist zu groß. Sekunde. Verdammt. Dieser Idiot verkaut uns die Stammkunden reihenweise. Uns? Stadterline, Clarisse ist dein Baby. Jetzt fang du auch noch an. Warum bietest du Uli nicht dein Unentschieden an? Damit er sich über mich totlacht? Darauf kann er lange warten. Ja, aber so kann es nicht weitergehen. Ja, du hast recht. Irgendwas muss ich mir einfallen lassen. Ich will Boutiquen leiten und keine Imbissketten. Lass dich nicht stören. Ich suche nur die Auftragseingänge von Avatex. Du wolltest dich doch um deine Hochzeit kümmern. Und du wolltest dich doch um Clarissa kümmern. Ich musste noch abwarten, bis Barbara beschäftigt war. Es gibt da wohl eine Spur, die uns zu diesem Kaufmann führen könnte. Eine Spur? Ja, so ein vager Hinweis. Er soll vor 3 Jahren von Ecuador nach Brasilien gezogen sein. Ein alter Freund, konnte sich da erinnern. Aha. Unser Detektiv kommt ganz schön rum. Ja, Hauptsache er findet diesen Mann. Und zwar lebend. Wenn es neue Hinweise gibt, sagt auf jeden Fall Bescheid, ja? Von Anstetten? Ja. Ja. Nach Brasilien, ja. Ich weiß. Ja, verstehe. Nein, die Kosten spielen keine Rolle. Hauptsache, Sie kriegen heraus, dass Clarissa damals noch verheiratet war. Hm? Gut, wir sprechen uns. Und ich hab dir wieder mal geglaubt. Eine Wohnung, was sich aus so einem Reitunfall alles ergeben kann? Toll. Wenn ich vom Pferd falle, bekomme ich nur blaue Flecken. Du glaubst jetzt auch, dass es ein Unfall war? Tja, sieht alles danach aus. Sehr gut. Dann kannst du dich jetzt ja voll und ganz auf meine Wohnung konzentrieren. Mit allem, was dazugehört. Was hältst du von einem Jacuzzi? Nur, wenn ich die Blubberblasen nicht mit einem Strohhalm machen muss. Ja, darüber ließe sich reden. Und ein offener Kamin, der muss auf jeden Fall sein. Ja, und Seitenairbags im Fahrstuhl, eine Klimaanlage im Kühlschrank. Du nimmst mich nicht ernst. Hm. Dafür aber in den Arm. Deine Art, mich nicht ernst zu nehmen, gefällt mir aber. An mir erst. Ja? Entschuldigung, ich wollte nicht stören. Kein Problem, Rudi. Kommen Sie rein. Geht es Ihnen besser? Ja, danke. Was gibt's denn? Ich habe Shadow gestriegelt. Jetzt ist da, warum er durchgegangen ist. Der hier hat in der Satteldecke gesteckt. Jemand muss gewollt haben, dass Sie vom Pferd fallen.